So, mein Lieben, ja, ich drehe mal wieder mit der anderen Kamera. Gott, dieses Gesicht, ne, ist ja doppelt so groß wie bei der anderen Kamera. Ich hoffe, der Ton ist diesmal ein bisschen besser, weil ich ja dummerweise ist mir. Ich hatte ein Ei in der Tasche und leider nur ein Ei. Und, also ohne Verpackung. Und dummerweise ist mir das Ei ausgelaufen. Und ja. Die Kamera war nicht geschützt, die andere auch nicht, aber die andere, da ist nichts passiert. Und dummerweise ist mir das Ei so ausgelaufen, so schön, dass ja alles voll Ei war und auch leider die Kamera und auch hier der Ton von der Kamera, da war auch voller Ei. Und das war jetzt alles, ja, so bin ich halt. Euer Gina Becker, so bin ich. Ist halt so leider. Aber so ist das Leben. Ich gucke gerade noch nebenbei American Football an, nicht wundern. Großartig viel gemacht habe ich heute nicht. Bisschen aufgeräumt. Das habe ich eigentlich auch immer jeden Tag. Und es hat sogar geschneit heute das erste Mal. Ja. Aber ich gucke mal ganz kurz. Ich überlege gerade, was ich noch sagen soll. Kann. Das wollte ich noch erzählen. Das wollte ich noch erzählen. Und zwar mit Weight Watchers komme ich jetzt wirklich sehr besser zurecht, weil wir haben ja jetzt weniger Punkte. Also man hat generell weniger Punkte zum Essen. Man hat aber auch mehr Zero-Punkte, also Null-Punkte. Lebensmittel, sogar Fleisch. Ich glaube, Pute und sowas und Rind, glaube ich zumindest, oder Hähnchen haben null Punkte. Aber so Schweinesfleisch oder mit fettiges Fleisch, natürlich hat das Punkte. Aber ich komme wirklich damit sehr gut zurecht. Ich habe angefangen mit 145 und jetzt sind es aber nur. Es sind jetzt 142,7 oder so. Ist für mich schon eine sehr. Ja, ich bin schon stolz auf mich so ein bisschen. Ja, damit komme ich sehr zurecht. Und ich gucke mal mit der anderen Kamera, wie das aussieht. So, jetzt ist wieder die andere Kamera. Ich will mal selber testen, welche Kamera, wie gesagt, besser ist. Hier auf diesem Video, also zumindest sehe ich der Kamera so, dass der Kopf jetzt auf jeden Fall kleiner ist. Ist nicht, also schmaler. Jetzt nicht so wie so eine Bombe, sondern eher so wie eine Kugel. Aber na gut, das ist jetzt auch eine Sache. Was ich noch erzählen wollte. Und zwar hat 96 heute gewonnen. Oh, das war ja so cool, ne? Ich bin ja, wie gesagt, super 96-Fan. Richtig, richtig großer 96-Fan. Und heute haben sie gegen Hoffenheim gespielt. Muss ich jetzt ehrlich sagen, weil Hoffenheim ist eine sehr gute Mannschaft. Also relativ gut, wie man jetzt upala, sieht. Und wir haben, also wir, sage ich immer. Ich war ja Mitglied dieses Vereins. Deswegen sage ich immer wir. Ja, zumindest 96 hat oh, super, auch wahrscheinlich sehr gut gespielt, wahrscheinlich, sonst hätten sie nicht gewonnen. Aber echt, klasse. Alles adelt leider, das tut mir also immer so leid. Ne? Also, wenn ich jetzt nicht 96-Fan wäre, also dann als zweiter, dritter, ist es dann immer Schalke, weil ich mein Vater ja auch Schalker ist, also Schalke-Fan ist. Und das als nächstes wäre es dann auf jeden Fall Köln. Und leider, ach, die tun mir ja wirklich leid. Ne? Nicht wundern, wenn es ein bisschen flackert. Ich gucke nebenbei American Football. Auf jeden Fall ist es ja sehr schade für die, ne? Also in der letzter Platz und 3 Punkte, jetzt bei das ist Halbzeit, wie sollen die denn da von wegkommen? Irgendwann muss ja mal der Dreier kommen. Der erste Sieg in dieser Saison haben sie noch nicht. Also ich habe gedacht, 96 wäre dann so, dass sie es das wirklich, also wirklich schwer haben, diese Saison überhaupt. Mal auf keinem Abstiegsplatz zu stehen. Also jetzt nichts gegen 96 oder so, ne? Also, aber wer hat denn da schon mit dieser Hinrunde gerechnet? Gut, jetzt sind sie wieder auf der Tatsachen der Realität angekommen. Aber trotzdem, es ist sensationell, wie die spielen. Trotzdem, auch manchmal haben sie mal so gegen Leipzig oder gegen andere Mannschaften haben sie halt verloren. Gladbach, Frankfurt, glaube ich. Frankfurt, glaube ich, war, weiß ich nicht ganz genau. Aber zumindest ein paar haben sie ja verloren, Bayern natürlich. Aber das ist halt kein Weltuntergang. Ne? Wir sind Aufsteiger und ja, Schwamm drüber. Genau. Genau.
Ich gucke jetzt noch ein bisschen weiter American Football und werde morgen auf jeden Fall, muss ich ja, zu meiner Ärztin, wegen zwei Sachen. Einfach wegen der Depression, die ich immer leider immer noch habe. Diese komischen Tabletten, die ich da genommen habe, diese, weiß nicht, sind ja solche homopathische Sachen oder was es das heißt, hat nicht geholfen. Ne? Also ich will jetzt auch kein Antidepressiva so gerne nehmen. Ne? Weil man hört ja nicht immer ganz Gutes davon. Ja, es sind vielleicht nur Klischees. Aber ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber ja. Ja, vor der Kamera spiele ich nichts vor. Nein, nein, das tue ich auch nicht. Aber es ist halt so, wenn ich mit der Kamera spreche, ist es halt schön, es macht mir Spaß. Und es ist halt Abwechslung von dem scheiß Alltag, den ich habe. Und ja, es ist halt, wie gesagt, eine positive Abwechslung. Aber innerlich sieht dann halt immer anders aus. Ich von außen, also wenn ich jemand anders spreche darüber, also zumindest generell, mit jemandem, wenn ich unterhalte, mehr, dann sage ich immer, ja, mein Leben ist toll, auch wenn es jetzt zurzeit scheiße ist. Aber ich sehe es, also ich möchte es nicht, dass andere das sehen. Oder zumindest, wenn ich beispielsweise mit meiner Mutter spreche darüber. Also ich habe damals schon mal erzählt, dass ich das Gefühl hätte, damals ja, unter Depression zu leiden. Und dann, ja, betreib es mal nicht. So, ja, hast du runtergemacht oder so. Also so sagt, ja, pff, ist doch nicht so schlimm. Alles wird gut. Ja, es wird ja vielleicht auch gut, aber man sieht es manchmal halt nicht. Genau, deswegen muss ich zu Frau meiner Ärztin. Und dann bräuchte ich auch noch wissen, ob ich jetzt irgendwas brauche für diese Toxoplasmose, die ich jetzt leider habe. Ja, also irgendwie Antibiotika oder sonst irgendwas, man weiß ja nie. Aber da muss ich auf jeden Fall morgen früh hin. Am besten gleich um 9. 8 vielleicht nicht gleich, weil da sind ja Leute, die Blut abnehmen und spritzen nur. Von daher wäre es auch, glaube ich, schlauer, wenn ich um 9 so hinkomme. 9, halb 10, genau. Aber das dauert dann manchmal. Ja, manchmal ist es ganz eigenartig. Ist halt normal, ne? Manchmal geht es sehr schnell. Ich melde mich nie an. Ich gehe einfach immer hin. Ja, okay, das tut man, macht, sollte man nicht machen. Sollte immer einen Termin machen, aber du. Genau. Genau, Marlene. Ich höre jetzt wirklich mal auf. Lalala, und gucke noch weiter American Football. Und wünsche euch einen wunderschönen Wochenstart. Und, ach ja, was ich noch machen wollte. Und zwar zwei Fragen. Das Fragen, nicht eine Frage nur. Und zwar, hättet ihr Interesse an, so, ich habe ja schon öfters mal damals solche Videos gemacht, wo es wirklich nur um ein Thema geht. Und zwar entweder so ein Q&A, also so ein Fragen-Antwort-Video entweder oder so. Das wollte ich mal interessieren, ob jemand das nochmal möchte. Und das eine ist Weight Watchers. Also zumindest mache ich es ja jetzt zur Zeit wieder und es sind wirklich, ich mit dem neuen Programm komme ich wirklich sehr, sehr, sehr gut zurecht. Es ist wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht, dieses Programm, aber es ist das erste Programm, wo ich wirklich jetzt relativ viel abgenommen habe. Also zumindest war ich jetzt vor 3 Wochen bei 145. Und jetzt bin ich bei 142,7. Also ich weiß nicht genau, wie viel Punkte, ja, Kilos das sind, aber es ist schon einiges für mich persönlich. Es ist schon gut. Und das erste Programm, das mir wirklich sehr viel Spaß macht. Ich brauche halt nicht so viel zählen. Also ich muss halt das aufschreiben, na klar. Aber es sind halt weniger Punkte, die ich rechnen muss. Und ja, gefällt mir halt. Ne? Genau, mein Lieben. Jetzt, wie gesagt, habt ihr Interesse an so einem nur Weight Watchers Video? Dann könnt ihr es mal in die Kommentare oder ich mache es hier oben mal gucken. Genau, das ist die Frage. Und wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt, so ein Q&A, oder das heißt, glaube ich, Frage-Antwort-Video ist ja auch egal. Dann könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. Genau. Mein Lieben, ich höre jetzt auf zu so quatschen und lade das Video hoch. Bis morgen. Tschüssi!